Paleo Hacks, Folge Nummer 79. Paul Seelhorst über den Paleo Lifestyle, Kombucha und die Paleo Convention. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Mit Mitte 20 entschloss sich Paul Seelhorst nach einer langen Odyssee von Arztbesuchen und verschiedenen Therapien, seinen damals sehr stressigen Job stehen und liegen zu lassen, um den Ursprung seiner Symptome zu finden. 2012 entdeckte er Paleo und blickte seitdem nicht mehr zurück. Seine Symptome verschwanden zwar nicht alle komplett, jedoch wird es immer noch von Tag zu Tag besser und Lebensstilfaktoren abseits von der Ernährung trugen in den letzten Jahren besonders dazu bei. Paul Seelhorst veranstaltete 2015 das erste Mal die Paleo Convention, Europas größtes Event zu nachhaltig gesundem Lebensstil. Am 2. und 3. September 2017 findet die Eventmesse zum dritten Mal in Berlin statt. 2016 gründete er Ferment Kombucha, Deutschlands erste Kombucha-Brauerei in 100% Bio- und Rohkostqualität und coacht Menschen über den 30-Tage-Paleo-Reset auf paleolifestyle.de. Und jetzt ist er hier in meiner Show. Es ist mir eine Ehre, dich dabei zu haben. Hallo, Paul. Hi, Sascha. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, es freut mich auch sehr. Und deswegen starten wir gleich mit der typischen obligatorischen Frage. Wenn du auf einer Grillparty wärst oder auf den Geburtstag eines Freundes eingeladen und da würde jemand auf dich zukommen, würde sagen, hey, Paul, wer bist du eigentlich oder beziehungsweise was machst du denn beruflich? Wie würdest du dem denn antworten, wenn du jetzt wirklich nur eine Minute oder so Zeit hättest? Ah, okay. Ja, ich würde sagen, ich produziere ein probiotisches, lebendiges Getränk, ein fermentiertes Teegetränk namens Kombucha und ich veranstalte die Paleo Convention. Genau, da geht es um gesunden Lebensstil, Nachhaltigkeit, artgerechte Tierhaltung, genau. Ja, okay. Ja, da sind wir ja eigentlich schon so bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich fange immer eigentlich bei allen Interviews recht weit vorne an, weil es immer interessant ist zu sehen, wo kommen die Leute eigentlich her, was haben sie gemacht, warum sind sie zu Paleo gekommen. Paleo ist ja jetzt nicht sowas wie eine klassische Low-Carb-Diät und es hat auch nicht wenig mit einer echten Diät, also Reduktion zu tun. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du eigentlich zu Paleo gekommen? Also seit meiner Kindheit habe ich schon immer Probleme irgendwie gehabt mit meinem Darm, mit meiner Haut, Autoimmunsymptome, Allergien gegen Essen, gegen Pollen und so weiter, Staub. Und habe mich immer so gefühlt, als wäre ich der Einzige, der all diese Probleme hat. Und es war ziemlich frustrierend und es wurde halt irgendwie immer schlimmer. Und in Mitte 20 hatte das Ganze so seinen Höhepunkt erreicht, wo ich auch einen sehr stressigen Job hatte, viel gearbeitet am PC bis in die Nacht und ja, viel Stress. Und nicht so gute Ernährung, beziehungsweise damals dachte ich, ich ernähre mich gesund. Ich habe nämlich die Butter durch das gesunde Rapsöl ersetzt. Ich habe den Honig durch den gesunden Agavendicksaft ersetzt und so. Und genau, also alles irgendwie falsch gemacht. Ne? Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann ich ja mit dieser veganen Ernährung, von der jetzt alle sprechen und die so gut funktioniert bei vielen, einfach was erreichen und habe mich dann vegan ernährt einen Monat. Da sind aber meine Symptome schlimmer geworden. Ich war dauernd aufgebläht, habe schon während der Mahlzeit, an der ich gerade saß, immer schon an die nächste Mahlzeit gedacht und dachte, ach, wie werde ich hier satt? So, ne? Und wo kriege ich meine Proteine her? Und dann hatte ich so einen Hieper auf Proteine, dass ich mir so auf meinen Salat so eine fette Dose Kidneybohnen raufgekippt habe und dachte so, oh yes, geil. Und habe die gegessen und dann hatte ich 2 Tage lang eine Kidneybohnenvergiftung und lag mit Durchfall, übergeben, Schüttelfrost, Schweißausbrüchen im Bett, genau. Also und dann dachte ich, oh krass. Okay, ein Kumpel von mir hat mir schon mal von dieser Paleo-Ernährung erzählt, die macht vielleicht mehr Sinn. Ich verzichte zwar ungern auf meine Brötchen morgens, aber okay, let's try. Und dann habe ich es einfach probiert, angefangen Paul Geminits Perfect Health Diet zu lesen. Das ist ein sehr geiles Buch. Okay. Und dann ist es mir einfach, mit jeder Seite, die ich gelesen habe, ist es mir einfach gedämmert und ich dachte, krass, okay, deswegen war das und deswegen kam es auf einmal, als ich die Kidneybohnen gegessen habe und als ich bei meiner Oma war und immer Haferflocken gegessen habe, kam das und als ich da war im Urlaub und immer das gegessen habe, war das, stimmt. Und es war so eine richtige Eingebung und da war ich eh nicht mehr so happy
meinem damaligen Job und dachte, okay, ich will irgendwas anderes machen und dachte dann, okay, ich habe jetzt genügend Kohle so beiseite, um es mal zu wagen, mich selbstständig zu machen. Es ist was, an das ich hundertprozentig glaube und es hat auch eine sehr fundierte Basis, weil es in die Vergangenheit schaut, ne, und Ja, super viel okay. Sinn auch instinktiv einfach für mich gemacht hat. Und ja, dachte mir, schaden kann es ja nicht, weil 2,6 Millionen Jahre hat es ja geklappt und uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Und dann habe ich es ausprobiert und es hat unfassbar geklappt. Also nach den ersten 3 Tagen waren auf einmal diese ganzen Standardsymptome weg, wie angeschwollenes Gesicht, tränende Augen, laufende Nase, Asthma, von denen die eh auch manchmal weg waren, aber ich wusste nie, warum sie manchmal weg waren und warum sie da waren. Ne? Und es hing dann Ja, immer okay. damit zusammen, wie ich mich ernährt hatte. Und dann dachte ich, krass, okay, habe es weitergemacht. Nach einer Woche war es noch besser und ich hatte auf einmal mehr Energie, habe besser geschlafen. Dann ist meine Haut besser geworden. Nach nochmal 2 Wochen sind meine Augen besser geworden und total krass. Ich habe früher eine Brille getragen, ich trage mittlerweile keine Brille mehr. Okay, das ist natürlich echt Und eine krasse Veränderung. auf jeden Fall, das ist sagenhaft, was da alles passiert ist seitdem. Und das war ja nur der Anfang mit der Ernährung. Und seit ich dann jetzt noch viel tiefer in dem ganzen Thema stecke, weil ich ja die Paleo Convention auch mache und mich viel informiere, auch was in den USA abgeht und die auch viel weiter sind als wir, habe ich gemerkt, krass, man kann noch mehr rausholen. Viele Leute machen ja Paleo und sagen dann, ja, hat mir schon irgendwie da und dabei geholfen, aber ich habe es doch nicht geschafft, irgendwie komplett gesund zu werden. Ne? Okay. Und da kann man sehr viel machen mit Lebensstilfaktoren beziehungsweise anderen Umwelteinflüssen, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel Lichtumgebung, Biorhythmus und ja, also Bewegung natürlich, Stressreduktion, das sind so die wichtigsten. Zeit in der Natur verbringen, Erdung, so spirituell es jetzt auch klingt. Es gibt sehr viele Studien, die einfach beweisen, dass es bestimmte Effekte auf den Körper hat und auch viele, die zeigen, dass direkte positive Eigenschaften damit verknüpft wurden. Ja, genau. Ich meine, das ist ja das, was viele Menschen bei der Paleo-Ernährung feststellen, wenn sie sie anwenden, sei es nur 30 Tage, dass sich wirklich der Körper beginnt zu transformieren. Ja. Also es ist nicht so, dass die Leute jetzt auf einmal ganz dünn werden, weil viele denken, ach ja, das ist ja nur eine Diät, sondern dass wirklich so Dinge eintreten wie bei dir, dass der Körper anfängt, sich zu regenerieren und sich zu erholen von dieser ganzen Belastung durch die Antinährstoffe, durch die Giftstoffe in bestimmten Pflanzen. Vor allen Dingen die Kidneybohnen sind ja ein gutes Beispiel. Die Hülsenfrüchte sind ja voller Giftstoffe und Antinährstoffe. Und dann, wenn du die dann vielleicht auch noch ungewaschen auf deinen Salat gekippt hast, weil du einfach nur, oh, schnell rein damit, ich brauche Protein, ja, hast du dir natürlich auch die ganze Suppe mit reingefahren, die da drinnen schwimmt. Und da sagt ja selbst der Hersteller auf der Dose, bitte vorher gründlich reinigen. Genau, vor allem Insofern. kochen, ne? Also, Genau, ja. das war das große Problem. Ja. Und ich meine, ich bin auch kein Dogmat und ich kenne so gut wie alle Leute, die hier im Paleo-Universum so in Europa aktiv sind, auch viele Amis, und keiner von denen macht wirklich 100% Paleo, so strikt, was die Ernährung angeht. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Paleo-Baukastensystem, und wenn man jetzt mal zurückblickt, wie wir damals Hülsenfrüchte zu uns genommen haben, ich esse zum Beispiel auch ganz gern mal irgendwie beim Mexikaner und dann esse ich auch ein paar schwarze Bohnen oder sowas dazu und vertrage die auch gut. Es kommt halt immer darauf an, wie man sie zubereitet, ne? Eingeweicht, erhitzt, gekeimt, fermentiert. Das sind alles so traditionelle Verfahren, die heute gar nicht mehr verwendet werden und nochmal extra dazu beitragen, dass die Stoffe so entzündlich für uns sind, denen wir dann Ja, klar. ausgesetzt sind. Es ist halt keine Zeit mehr da, ne? Es muss Genau. immer alles ganz schnell gehen. Gerade die industrielle Produktion hat ja nicht das Ziel, gesunde Nahrung zu liefern, sondern schnelle Nahrung, billige Nahrung. Und da ist natürlich keine Zeit zu fermentieren. Und das sind mir unsere Vorfahren, nicht nur unsere Vorfahren, sondern eben auch unsere heutigen Nachbarn in Asien, kennen diese Verfahren ja noch viel eher. Ja, da wird nur noch viel mehr fermentiert, beziehungsweise werden traditionelle Verfahren eingesetzt, um die Pflanzen ja nicht gesund zu machen, weil gesund werden sie dadurch nicht, aber die Schadstoffe zu reduzieren, die da drin sind. Und das können wir dann Genau. kaufen als Sojasauce oder Miso oder was auch immer, ja. Genau. Und Ja. ich finde es total spannend. Also einerseits werden die Schadstoffe da drin reduziert und andererseits werden die Nährstoffe, die da drin sind, besser bioverfügbar gemacht. Und Klar. sagen wir mal so, vor kurzem habe ich auch wieder angefangen, ab und zu mal echtes Sauerteigbrot
was tatsächlich aus Getreide ist, zu essen und erfolgreich keine Symptome zu haben, wenn ich es nicht übertrieben habe. Okay. Einfach, ja, so ich meine, Paleo kommt ja aus den USA. Und die haben da einfach keine besonders ausgeprägte Brotkultur, ne? So wie wir das haben. Und es hat schon seinen Grund, dass wir seit tausenden Jahren uns damit beschäftigt haben und das so tief in unserer Kultur verankert ist, weil wir es so perfektioniert haben, dass wir es auch gut vertragen. Die Ägypter haben schon damit angefangen damals und haben auch Bier gemacht und so, ne? Und ist ja auch ein Prozess, bei dem einfach das Getreide besser verträglich gemacht wird, ne? Ja, klar. Und genau, deswegen, ich finde, Fermentation ist ein krasses Thema und damit sind wir auch gleich wieder in Symbiose mit den lebendigen Mikroorganismen, die dafür gesorgt haben, dass wir als Organismen überhaupt entstanden sind. Ja. Also ich persönlich hatte mal in der Tat eine Sauerteigbrotphase. Das war aber lange, bevor ich Paleo kannte. Ich habe damals, die zweite Frau von meinem Vater war schon immer sehr stark auf häuslichen Talenten, also zum Beispiel selbst bauen, selbst nähen, selbst backen. Also alles, was früher so jeder konnte zu Hause, ne? Und die hatte eine riesige Nähstube mit 500 Rollen Stoff und so weiter. Wenn wir einen Vorhang brauchten, hat die gesagt, sag mir die Maße, was willst du für einen Stoff haben? Da hat die das schnell mal zurechtgenäht. Und die hat mir halt dann Sauerteigbrot ein Rezept gegeben, hat gesagt, oh, das ist so toll. Und man merkt, wie die Natur dafür sorgt, dass es haltbar wird. Und zwar auf natürliche Weise, durch die Mikroorganismen im Teig. Ne? Und wir haben uns extra damals, ich weiß noch genau, eine Küchenmaschine, ich habe mich mit meiner Frau damals gekloppt, weil das so eine 500-Euro Küchenmaschine war, gekauft. Ich sagte, ich will das Brot und kein billiges Brot mehr. Und dann haben wir das immer gemacht und dann hast du halt immer diesen kleinen, schleimigen Ball und musst halt immer sehen, dass der wieder verarbeitet wird, weil der lebt ja quasi. Ne? Also ist schon eine spannende Sache. Ich habe es aber dann dennoch stark eingeschränkt und letztendlich ganz aufgegeben, weil ich unglaublich Darmprobleme hatte, also Verdauungsprobleme. Ich bin nachts von Blähungen nachts wach geworden. Also jetzt mal, wenn du einen Bäcker hast, und in Berlin hast du natürlich wahrscheinlich tausende Bäcker, ja, und du hast einen, der wirklich gutes Sauerteigbrot ist, dann macht, da würde ich mir auch lieber eins kaufen, bevor ich mir diese Arbeit nochmal selbst antun würde, ja. Ja, definitiv. Und ich meine, ich würde es immer noch nicht Leuten empfehlen, die irgendwelche Darmprobleme haben, Autoimmunerkrankungen, abnehmen wollen oder Performance verbessern, ganz restriktiv, aber es ist definitiv die beste Variante, doch Getreide mal zu sich zu nehmen, wenn man mal in einer Situation ist, auf einer Party oder so und es sowas gibt, so, ne? Also, ja, klar, da kann man halt sich gesellschaftlich mal anschließen und sagen, okay, ich esse jetzt mal ein bisschen Baguette oder was immer, wird keiner von sterben. Das ist auch das, was ich immer propagiere, wenn ich im Podcast sage, Leute, nicht immer alles so hundertprozentig machen, weil dann scheitert man sowieso irgendwann, weil es einen frustriert, ja, aber die Leute, die dann behaupten, Vollkorn wäre gesund, und ich höre viele Podcaster, die dann sagen, Podcast-Episoden machen die Wahrheit über das über Kohlenhydrate und die sind ja alle ganz toll und ich bin kein Fan von dogmatischer Denkweise oder von Dogmen ganz allgemein, sowohl auf der Paleo-Seite als auch auf der veganen, als auch auf der, was auch immer, Mischkostseite. Insofern glaube ich, ist eine gute Mischung, dass man hin und wieder sich auch mal was gönnt und sagt, okay, das muss auch mal sein. Ne? Ja, ich meine, wenn man es kann, ne? Also viele finden ja zu Paleo, weil sie es nicht können. Ich könnte jetzt auch kein Stück Baguette essen, dann würde bei mir auch mit Gluten so viel abgehen, das kann ich mir, das ist es nicht wert für mich. Ja, klar. Und ich bin auch, wie gesagt, kein Dogmat. Also, und ich finde auch, die Low-Carb-Fraktion hat recht, die High-Carb-Fraktion hat recht, die Rohköstler haben recht. Aber es kommt immer darauf an, wo wir uns gerade auf dem Globus befinden und in welcher Saison wir uns befinden. Und zu manchen Zeiten macht einfach Low-Carb wenig Sinn und zu manchen Zeiten macht High-Carb sehr wenig Sinn. Ja, klar. Also wenn im Sommer alles blüht und du am Äquator lebst, natürlich isst du dann Früchte wie Sau und verträgst sie hervorragend. Das hat auch mit dem UV-Licht, der UV-Lichtumgebung zu tun und wie deine Mitochondrien programmiert werden dadurch. Aber versuch mal einem Inuit, der oben irgendwie am Nordpol unterwegs ist und eigentlich nur Fisch isst, versucht dem mal Rohkost essen zu geben, der wird ziemlich schnell Probleme kriegen und auch irgendwann sterben, so, ne? Ja, klar. Nicht mehr. Und erfrieren wird er auch. Ja, weil ihm die Fettschicht fehlt, irgendwann. Ist klar. Ja, das ist ja das, wo auch amerikanische Studien und Forschungsergebnisse ganz klar konstatieren, wir haben nicht die Paleo-Diät, sondern wir haben mehrere Paleo-Diäten, also mehrere Paleo-Lifestyles, je nachdem, auf welchem Teil der Erde wir uns befinden. Und ich habe mich ja sehr stark auch mit Säurebasen
Phasen und alles auseinandergesetzt. Es ist einfach kein X-Konzept, was du sagen kannst, oh, das wende ich jetzt mal an und dann ist alles gut, sondern jeder muss auch so ein bisschen sein eigenes Lebensgefühl, seine Bewegungsintensität, was er so tut, den ganzen Tag so ein bisschen darauf abstimmen und einstimmen, ja, sonst passt es alles. Ja, da finde ich, kommt man zu dem Thema irgendwie so auf sich selber hören und ausprobieren. Ne, und man muss sich die Zeit nehmen und auch die Geduld, auf sich selber zu hören und die Aufmerksamkeit mal auf sich richten, wenn man Sachen ausprobiert. Ja, genau. Mhm. Paul, wo siehst du eigentlich so die, aus deiner Sicht, du hast sie ja live erlebt, aber was meinst du, ist das größte Problem von der modernen Ernährung heutzutage? Warum so viele Leute letztendlich krank werden und dann vielleicht zum Glück bei uns landen und sagen, Mensch, ich will das mal ausprobieren? Haltbarmachung von Sachen. Ne, wo Transfette reingeknallt werden, Pasteurisation, Chemikalien, die unser Mikrobiom schädigen, diese ganzen Transfette, die uns still entzünden. Und natürlich ganz kurz, ja? Paul, Mikrobiom kennen die meisten nicht. Sag doch mal ein, zwei Takte dazu. Ja. Ach so, also die Bakterienflora oder Mikroorganismenflora, die uns besiedelt, in uns und auf uns ist. Ne? Und das Mikrobiom ist ein unfassbar wichtiger Teil von unserer Gesundheit. In unserem Darm sind Milliarden von Mikroorganismen und helfen uns dabei, Nahrung richtig zu verwerten und Stoffe aufzunehmen und schützen unsere Darmwand. Und der Darm ist so das Zentrum der Gesundheit. Und wenn man unsere kleinen, guten, alten Freunde in eine Lage versetzt, in der sie sich nicht wohlfühlen und die ganze Zeit Zucker oder Getreide isst, dann fangen sie auch an, das zu zeigen und biochemische Stoffe auszusenden, auszustoßen, die uns auch nicht besonders gut tun. Es kann so weit gehen, dass es über den Vagusnerv bis in unser Hirn geht und dafür Entzündungen sorgt und neurologische Erkrankungen hervorrufen kann. Genau, und ich denke auch, zurück zu deiner Frage zu kommen, sowas wie Subventionen von Getreide und Milchprodukten sind ein Riesenproblem, das einen riesen fetten Rattenschwanz hinter sich herzieht, dass viele einfach gezwungen, viele sind einfach gezwungen, wenn sie sich in der Gastro irgendwie selbstständig machen wollen oder im Lebensmittelbereich, dann greifen sie hauptsächlich auf diese Stoffe zurück, weil dort die höchsten Margen sind, die können die billig einkaufen, indirekt zahlt der Steuerzahler eigentlich dafür seine Steuern, dass diese Produkte so einen niedrigen Preis haben. Aber eigentlich zahlt er ja doch den höheren Preis, weil er es ja über die Steuern zahlt. Und auch Getreide wird ja nicht nur für uns verwendet, sondern wird auch für Biodiesel und das ganze Zeug verwendet und auch für die Mast von Tieren. Und das ist absolutes Verbrechen, was da den Tieren angetan wird, aber natürlich auch hat es Auswirkungen darauf, wie gesund das Fleisch ist, ob es entzündlich auf uns wirken kann, ob da überhaupt Nährstoffe drin sind. Es macht die kleinen bäuerlichen Betriebe kaputt und es macht den Planeten kaputt. Ne? Und das alles, weil diese Subventionsgeschichte da im Hintergrund ist und die großen Konzerne, die unfassbar mächtig sind und viel Kohle haben oder Großkonzerne, die in das investiert sind, sagen oder dafür sorgen, hey, wir promoten das jetzt und dann verschachteln wir das Ganze auch noch mit staatlichen Auflagen. Ist schon übel. Also es ist wirklich schon übel. Und das Krasse ist ja auch, irgendwann kommt dann auch mal wieder irgendwie eine Krise, so eine Finanzkrise und vielleicht gibt es dann auch wenig Öl. Und wenn eine Ölkrise da ist, dann wird einfach der Preis von Mastfleisch krass in die Höhe schießen. Und auch von Warum? Getreide und solchen Geschichten, weil diese Industrie stark abhängig ist von Ölpreisen. Also alles, um das zu machen, verbraucht Öl. Der ganze Transport, die Maschinen, die Traktoren, die Verarbeitung, die Lagerung und so weiter. Und die artgerechte Tierhaltung von jetzt zum Beispiel Weiderindern wird kein bisschen davon affektiert sein. Ja gut, weil die ist schon immer aufwendiger und kostspieliger gewesen und läuft ja eher regional ab. Ja, als überregional und deswegen hast du diese Kosten nicht, weil der Bauer von nebenan, gut, der muss auch Öl für seinen Traktor haben, aber da reden wir von ganz anderen Mengen, ne? Ja, beziehungsweise man braucht gar nicht unbedingt einen Traktor dafür. Also es gibt super spannende Ansätze aus den USA gerade, wie man sogar 7-mal so viel Viecher pro Hektar halten kann, die alle top gesund sind, super, super fruchtbar den Boden machen und sogar gegen den Klimawandel arbeiten mit diesen Tieren. Und
alles ohne viel Energieaufwand. Ist super spannend und da wird auch CO2 im Boden beigespeichert, wenn der Boden gesund ist und super geil. Super geile Geschichten, aber da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. Da findet man noch. Aber das ist interessant, weil du es gerade sagst, weil ich hatte über genau dieses Thema, nämlich ob Fleisch das Klima zerstört, hatte ich ein sehr, sehr spannendes Interview mit Felix Olszewski. Das war Episode 50, wenn du, lieber Hörer, da nochmal reinhören willst. Episode 50, 51, glaube ich, war das. Da hat der Felix, ist ja eine Koryphäe in dem Bereich, hat ja die Seite Weidefleisch.org auch. Und er hat das sehr genau erklärt, wie der CO2-Wert quasi sinkt durch eine klassische Weidehaltung und warum überhaupt diese fruchtbaren Gebiete in den USA entstehen konnten durch diese 50 Millionen Bisons, die da drauf grasen und weiden und die Millionen von Indianern ernährt haben, ohne dass die dafür eine Fabrik brauchten, wo das Fleisch in Scheibchen geschnitten wurde. Also es ist schon ein interessantes Thema. Aber du hast schon recht, da könnte man jetzt nochmal 2 Stunden drüber reden. Ne? Genau, und super geil, dass du das Interview auch mit ihm gemacht hast. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass er die Seite hat und da so aktiv ist. Ich wusste, dass er mal drüber geblockt hat. Aber das finde ich sehr geil, dass es da auch immer mehr Deutsche gibt, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Es war ja das Thema der letzten Paleo-Convention. Ah, okay. Genau, und die Tiere haben einfach in Symbiose mit ihrer Umwelt gelebt und der Mensch hat auch in Symbiose mit den Tieren und der Umwelt gelebt. Und wenn die Tiere sich so bewegen könnten, wie sie sich evolutionär immer bewegt haben, und zwar geht das auch nur, wenn sie von Jägern umzingelt sind, sage ich mal, weil das dafür sorgt, dass sie auch mal auf den Berg gehen, um besser sehen zu können, ob Jäger in der Umgebung sind und so. Und dann die Berg Stücke auch wieder fruchtbares Land haben, weil wie soll sonst auf einem Berg oben das Land fruchtbar werden zum Beispiel? Ja, klar, ist logisch. Mega spannend. Und das ist ja eigentlich auch total offensichtlich, wenn man sich mal in Regionen von Europa bewegt, wo das noch der Fall ist teilweise, zum Beispiel ins Allgäu oder nach Tirol. Dann sieht man ja ganz oft, wie grün und wie dicht bewachsen die selbst auf 1000 oder 1200 Meter noch ist, weil dann halt die Kühe auf diesen weiten Terrassen stehen und sich dort kletternderweise fortbewegen, um da das Gras abzugrasen, ja, und dort natürlich ihre Kuhfladen hinlegen und die wirklich die Landschaft alles andere als verdreckt ist, wie man sich jetzt zum Beispiel so einen typischen Bauernhofstall vorstellt. Und wahrscheinlich jeder zweite Deutsche denkt, ja, die kacken ja die ganze Landschaft voll, aber ganz im Gegenteil, es sieht wirklich total natürlich aus, es riecht nach Wald und nach Natur, da merkt man, wenn man der Natur den freien Lauf lässt. Und natürlich, klar, aber das ist ja ein Teil, das ist aber ein Teil der Natur. Ich meine, wenn man das nicht will, dann muss man halt in den japanischen Steingarten gehen, ja, da haben wir es eben nicht. Nee, aber noch ein kurzer Kommentar dazu, das ist auf jeden Fall super geil, nur ist das immer noch nicht so, wie die optimale Weise wäre, weil die Tiere dann nicht in der Herde umherwandern und auch den Boden mal für 3-4 Monate in Ruhe lassen, dass er sich regenerieren kann. Aber es ist dennoch super, aber es geht noch krasser. Und in den USA sind die schon viel weiter und arbeiten gerade an solchen Konzepten. Das ist wunderbar. Ja, okay. Ja. Wird es dazu, gibt es da Informationen ein bisschen zu auf deinem Blog? Hast du da ein bisschen was gemacht? Oder? Ja. Ich habe gerade auf paleolifestyle.de einen Blogbeitrag rausgehauen über Fleisch und Nachhaltigkeit, Gesundheit und Tierwohl. Und es gibt zum Beispiel einen sehr geilen TED-Talk von Alan Savory, heißt der. Dann gibt es einen Typen in den USA, Joel Salatin, da gibt es auch einen TED-Talk drüber. Dann gibt es die Carbon Cowboys in den USA, die sich mit dem Thema beschäftigen. Hier in Deutschland zum Beispiel gibt es die Anita Idel, die hat das Buch geschrieben, Die Kuh ist kein Klimakiller, schreibt gerade an ihrem zweiten Buch, war auch letztes Jahr auf der Paleo-Convention, wird dieses Jahr auch wieder dabei sein. Und ich denke, Felix Olszewski hat bestimmt auch ein paar geile Sachen dazu auf seiner Seite. Sein Blog kann ich immer empfehlen, das ist alles bis ins Detail recherchiert, da wird keine Halbwahrheit verbreitet, sondern Felix ist wirklich da professoral unterwegs. Also er ist auch nicht, er schreibt auch keine 500 Seiten, also die Blogartikel sind echt kompakt, kann man schnell mal reinlesen, kann ich nur empfehlen und natürlich Weidefleisch.org. Du machst dir mal eine Notiz, bitte, und dann packen wir das in die Shownotes nachher. Ja, das alles wird das, klar. Sonst vergessen wir das nämlich alles. Alles klar. Okay, Paul, die Paleo-Ernährung, die hat bei dir ja quasi eingeschlagen, hat also massive Erfolge bei dir bewirkt und Veränderungen auch. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund, warum die Paleo-Ernährung, ich will jetzt gar nicht Lifestyle nehmen, das wäre dann Schritt 2, da kommen wir später noch zu, sondern die Paleo-Ernährung, also nur die Art, wie unsere Vorfahren zu essen, warum glaubst
glaubst du, ist das so, so besonders? Warum hat das so positive Wirkungen? Naja, es ist so ein bisschen, also man kann sagen, okay, über 2,6 Millionen Jahre haben wir uns so ernährt bis vor circa 15.000 Jahren. Und wenn man sich diese Zeitspanne mal anguckt, im Vergleich zu der Zeitspanne, seit wir Getreide und Milchprodukte und Hülsenfrüchte essen, ist das eine Riesenzeitspanne und so schnell kann sich der Organismus auch gar nicht an diese Sachen anpassen. Manche haben natürlich genetische Mutationen und die haben sich besser angepasst. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, Ernährung ist nur eine Geschichte. Und wenn du einen ausgeglichenen Lebensstil hast, ausgeglichen ist auch immer so ein relatives Wort, aber im Paleo-Sinne würde ich sagen, dann kannst du auch wieder liberaler sein, was deine Ernährung angeht und verträgst auch wieder mehr. Ne? Jemand, der viel schläft, sich viel in der Natur bewegt und ein stabiles soziales Umfeld hat und glücklich ist, der kann sich auch ziemlich, selbst wenn er nicht so eine gute genetische Disposition hat, ziemlich locker ernähren, würde ich sagen, und muss auch gar nicht so strikt sein. Da gibt es ja genügend Beispiele für. Und jetzt ist ja so viel in den letzten 100 Jahren noch dazugekommen, diese ganzen Transfettgeschichten, das hochgezüchtete Getreide, was bis zu 30 Mal mehr inflammatorisch, also entzündlich auf unseren Darm wirkt als ursprüngliches Getreide, weil es mehr Pflanzentoxine hat, damit es höhere Erträge hat, wenn es wächst auf dem Feld und sich gegen Fressfeinde durchsetzen kann. Ne? Das rühren ja dann auch keine Käferbakterien und Hefen mehr an, wenn es irgendwie auf dem Feld wächst und mega toxinbelastet ist. Aber es wird immer noch verarbeitet und schön Toastbrot für uns draus gemacht. Ne? Irre, oder? Ja, total krass. Und dann guckt man sich auch mal an, die Glühbirne ist dann erfunden worden und der Mensch hat auf einmal sein Umfeld hacken können in der Hinsicht, dass er nicht mehr zu seinen normalen Zeiten schlafen musste. Aber in jedem Körper steckt ein mit dem kosmischen Kalender und dem gesamten Sonnen-Mondzyklus synchronisiertes Programm. Und wenn das gestört wird, sei es auch nur durch ein paar Stunden Verschiebung, dann ist es schon ein Stress für den Körper. Ja, also, klar, logisch. Ich sag nur Jetlag, ne? Ja, genau. Und ganz krass finde ich zum Beispiel jetzt auf einmal in den letzten 5 Jahren, das ist die krasseste Veränderung überhaupt, überall WLAN, Handymasten und Strahlung, überall blaues Licht, was aus Fernseher, Laptop, PCs, Tablets, Handys kommt und auch aus Energiesparlampen, LED-Lampen, die überall rumhängen. Es sind andere Lampen, wie die gute alte Glühbirne, die ziemlich unproblematisch, was das anging, war, ist ja verboten. Ja, klar. Ist ja ein Stromfresser. Ja, ja. Und jetzt hätte ich gerade fast geflucht, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Sonst hätten wir Parental Advisory oder so draufschreiben müssen. Genau, also das sind krasse Veränderungen, die auch ganz stark unseren Hormonhaushalt beeinflussen, also das endokrine System unseres Körpers. Und genau. Also es gibt, du hast jetzt natürlich auch viele Punkte angesprochen, die zusätzlich eine schlechte Wirkung haben und von der Ernährung dann unabhängig sind, weil es viele Leute, das sage ich ja ganz oft, ich predige das ja schon förmlich, dass Paleo keine Diät ist, die ich mal 3 Wochen mache und danach esse ich wieder fleißig Toastbrot mit Marmelade, sondern ich lebe danach, ich gehe zurück zu den Wurzeln, ich beschließe mich wieder zu besinnen auf das Menschsein und dazu gehört eben nicht nur das morgens aufstehen und vielleicht kein Brötchen essen, sondern da gehört auch zu, morgens vielleicht gar nicht zu essen, sondern erstmal Energie abzugeben, so wie es unsere Vorgänger, also unsere Vorfahren gemacht haben. Also erst Energie abzugeben, bevor man Energie aufnimmt, ja. Nicht das ständige Essen, ja, nicht dieses Snacken hier, Snacken da, damit ich bloß keinen Hunger habe angeblich und über den Tag haue ich mir dann 4000 Kalorien ein und wundere mich, dass ich immer dicker werde. Sondern es gehört auch dazu, zu schlafen, du hast es schon gesagt, den Stress zu reduzieren, positiv zu denken, mal nach innen zu schauen und zu gucken, bin ich zufrieden mit allem, was mich umgibt. Ja? Genau. Das sind so viele Faktoren. Ich glaube, das kann man nicht auf die Ernährung reduzieren. Das wäre fatal. Für viele beginnt alles mit der Ernährung. Ja? Aber man muss halt weitergehen als das. Du hast es ja schon angesprochen. Ja. Genau. Stichwort Cortisolspiegel auch, wenn du sagst, morgens aufstehen und sich erstmal ein bisschen bewegen und so. Ne? Und wenn man dann schlafen geht, Melatonin. Also Cortisol ist ja das Stresshormon, was uns ja aktiviert. Und Melatonin ist so das Schlafhormon, was uns müde macht, in unserem Körper alles
aufräumt, ein starkes Antioxidans und zur Heilung beiträgt und Regeneration. Und wenn diese beiden aus dem Ruder geraten, dann kann man nachts nicht gut einpennen. Und wenn man morgens aufwacht, hat man keine Energie und fühlt sich total unerholt. Und das ist übrigens der Grund, warum viele Leute schlecht schlafen. Das habe ich mal in einer Podcast-Episode verarbeitet, nicht direkt unter dem Thema schlecht schlafen, sondern warum wahre Krieger eher abends essen. Ja? Aha, okay. Weil dadurch, dass du abends deine Eiweiß-, also Proteinspeicher ordentlich auffüllst, können eben auch Botenstoffe wie Serotonin, Melatonin, aber auch andere Hormone wie Testosteron und bei Frauen Östrogen überhaupt erst richtig produziert werden. Mhm. Ja, weil wenn ich nichts an Energie zu mir nehme und der Darm nachts quasi brach liegt, dann schlafen die Leute in der Regel schlecht, weil ihnen Nährstoffe fehlen. Deswegen ist auch in meinen Augen eine ganz fatale Empfehlung von der DGE, dass man sagt, abends nach 18 Uhr möglichst nichts mehr essen. Ja, weil es widerspricht total unserem biologischen Profil. Ja, ja, kommt halt drauf an. Im Winter würde ich auf jeden Fall schon früher das Abendessen zu mir nehmen. Im Sommer kann man es vielleicht ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Aber noch länger wach ist natürlich, klar. Genau. Aber ich würde trotzdem so 2-3 Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr essen eigentlich. Genau, ja. Meinte ich jetzt nicht, dass die Leute sich ordentlich vollstopfen und dann danach ins Bett fallen. Ja. Obwohl, dazu gibt's eine interessante Story. Der Jens Frese, der hat ja diese Paleo-Expedition schon zweimal gemacht. Und einmal davon waren sie ja in Pyrenäen und ich glaube, das andere waren sie in der Eifel. Und da hat er auch erzählt, die haben abends am Lagerfeuer quasi gesessen und haben, die hatten eine Ziege geschlachtet, glaube ich. Ich habe die Fotos gesehen. Ja, ist ja cool, ne? Da haben sie die Ziege dann gegessen und das war wirklich so, ich habe auch eine getroffen, die Silvia, die war da auch mit dabei, die gesagt, wir haben dann ein bisschen gequatscht und dann sind wir so langsam alle eingepennt, ja. Also es ist jetzt nicht ungesund per se und es hängt auch davon ab, was man isst, aber ich bin auch ein Fan zu sagen, 7, maximal 8 Uhr abends essen und dann 3 Stunden, also wenn du um 11 ins Bett gehst, ne, der Schlaf vor 12 ist ja der beste Schlaf, dass man die Zeit dann schon ein bisschen nutzt, damit man nicht so einen bombenvollen Magen hat, ja. Insofern. Genau, und in den Pyrenäen waren es ja auch so, da haben die, glaube ich, nur eine Mahlzeit am Tag zu sich genommen und der Körper war den ganzen Tag damit schon, also der hat sich den ganzen Tag auf diese Mahlzeit Zeit gehabt, vorzubereiten. Ja, alle Magensäfte waren ready, alle Enzyme waren ready und haben nur darauf gewartet, okay, gib uns Essen und wir zerlegen das. Ja? Genau. Und dann geht das auch viel schneller. Ja, logisch. Das ist auch wieder einer der Gründe, warum ich den Leuten sage, wenn ihr jetzt nicht gerade autoimmun erkrankt seid bis nach China, dann ist für mich auch irgendwo ein intermittierendes Fasten eine gute Möglichkeit, seinen Körper ein bisschen zu resetten, ja, ein bisschen auf Spur zu bringen, ja. Okay, pass auf, wir waren eben mal ganz kurz bei Bewegung angelangt. Morgens mal nüchtern aufstehen und bewegen. Wichtig, Sport ist wichtig, oder? Für einen gesunden Lifestyle. Ja, Sport klingt schon immer wieder so nach harten Workouts, aber ich würde einfach sagen, Bewegung ist wichtig und vor allem Bewegung in der Natur. Wenn man sich mal damals anschaut, wie wir vor 20.000 Jahren noch gelebt haben, da haben wir gar keine so krassen, harten Workouts gemacht, sondern ab und zu mal sind wir dann auf die Jagd gegangen und da war es natürlich anstrengend oder haben irgendwelche Sachen aufgebaut, so kurzfristige Häuser als Jäger und Sammler oder Zelte. Aber zu krasse körperliche Betätigung ist natürlich auch ein Stress für den Körper. Und wenn jetzt jemand eine Autoimmunerkrankung hat oder eh schon kaputt ist oder wenig schläft oder sich schlecht ernährt, dann würde ich ihm das ans Herz legen, das erstmal sein zu lassen und alles andere erstmal in den Griff zu bekommen, bevor man probiert, irgendwie wie Brad Pitt auszusehen oder wie Arnold Schwarzenegger. Ja, da kriegen auch manche Leute von Burnout. Der Körper muss einfach hart kompensieren. Das war auch einer der Fehler, die ich gemacht habe, als ich Mitte 20 war. Ich habe hardcore trainiert bei McFit, dann immer schön unter Kunstlicht, schön immer abends so, wo ich dann nochmal 24 Stunden Öffnungszeiten, ne, weißt du. Genau, ordentlichen Cortisolspiegel nochmal hochgeballert und Stresshormonausstoß im Körper abends, was natürlich nicht so geil ist. Und alles reingestopft, weil ich dachte, ja Mann, ich trainiere ja, wird eh alles verbrannt und das Gute nimmt sich mein Körper schon und das Schlechte scheidet da einfach wieder aus. Also ah ja, das ist cool. Das ist eine falsche Annahme. Okay. Ja. Gut, also Bewegung, logisch, ist für mich, ich sage immer, der Bewegung im Sinne von jeden Tag 30 Minuten spazieren gehen, ist schon mal
zehnmal besser, als sich überhaupt nicht, ja, als sich gar nicht zu bewegen, ja. Super gut. Und deswegen bin ich auch mittlerweile so ein großer Fan vom Wandern, ne, weil man da auch viel in der Natur unterwegs ist, jetzt nicht an der A5 entlang joggt, ja, oder bei dir an der A-Wurst seine Runden dreht, sondern dass man halt auch in die Natur reinkommt, den Duft der Bäume und einfach diese inspirierenden Geräusche auch und dieses Gefühl, hier bin ich alleine, hier habe ich meine Ruhe, ne. Das hilft ja auch ein bisschen den Kopf freizukriegen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das Mindset. Inwiefern meinst du, hat denn auch das Denken, dein persönliches Denken einen Einfluss auf ein gesundes Leben? Einen ganz krassen Einfluss. Also hängt alles miteinander zusammen, ne? Ganzheitliche, funktionelle Medizin ist das Stichwort. Und wenn der Geist nicht richtig glücklich ist, viele Sorgen hat, überträgt sich das auch ganz schnell. Ne? Also jeder kennt es. Man bekommt irgendwie eine schlechte, schlimme Nachricht zu hören, vielleicht über einen Chat oder über Telefon oder also im direkten Gespräch. Und eine Sekunde später macht der Magen. Also so schnell ist diese Informationsleitung und der Darm ist da, wird sofort affektiert davon und das affektiert auch den ganzen Körper dann. Es kann richtig lähmend sein, ne? Und also das Mindset ist mega wichtig. Und so eine Sachen wie dann in den Wald zum Beispiel gehen, du sprachst es gerade schon an, die ätherischen Öle und Düfte der Bäume, jeder weiß ja, es gibt ätherische Öltherapie. Die Geräusche, die Farben, das wirkt alles beruhigend auf uns, dass wir in einer fruchtbaren Umgebung sind, die nicht bedrohlich ist, wo wir jederzeit Essen finden könnten. Laufen wir durch irgendwelche grauen Häuserschluchten, ist es schon wieder anders. Und wenn ich zum Beispiel dann im Wald oder im Park bin, dann jedes Mal erde ich mich. Ich ziehe mir meine Schuhe und Socken aus, laufe ein bisschen barfuß über den Rasen. Und da gibt es auch Studien zu, die beweisen, das sind dann allerdings physikalische Studien. Und deswegen finden viele Biochemiker oder Mediziner sie gar nicht erst, weil sie gar nicht erst danach suchen. Oder es nicht in deren Verzeichnis aufgeführt ist. Diese physikalischen Studien zeigen, es gibt auf jeden Fall einen Spannungsausgleich zwischen der Erde und dem Menschen. Manche merken das ja auch, wenn sie jemanden berühren und dann kriegen sie so einen Schlag. Es hat ja auch was damit zu tun, dass man anders geladen ist und dass Elektronen fließen. Und wenn man mal ganz ins Detail guckt und die fundamentale Basis sich anguckt, was Entzündungen eigentlich sind, dann bedeutet das, dass im Körper an dieser Stelle, wo eine Entzündung ist, ein niedriger pH-Wert ist. Und wo ein niedriger pH-Wert ist, sind weniger Elektronen, aber dafür mehr Protonen. Also mehr positive Ladung und weniger negative Ladung. Und eigentlich muss da immer eine Balance sein, ne? Jedes Proton braucht immer ein Elektron, damit es ausgeglichen ist. Und viele kennen das unter dem Begriff freie Radikale, Antioxidantien. Und man braucht eigentlich Elektronen, wenn man entzündet ist. Und diese freien Elektronen bekommt man unter anderem, wenn man barfuß durch den Wald läuft oder sich erdet, indem man die freien Elektronen aus dem Boden aufnimmt. Und das Zeug ist seit 50 Jahren oder länger bekannt und das wird in Russland zum Beispiel, jedes Schulkind weiß das und dann wird es beigebracht. In den USA und hier so in Westeuropa ist das sehr unbekannt und wird so oft als spirituelle Stuff irgendwie abgestempelt. Ja, so, das war jetzt erstmal der Teil 1 des Interviews mit Paul Seelhorst, denn wir haben uns einfach so viel zu erzählen und haben so viel zu sprechen, was sicherlich für dich von großem Interesse ist, denn Paul ist einfach eine Koryphäe in seinem Bereich und hat viel zu sagen, sodass ich beschlossen habe, das mache ich jetzt in 2 Teile. Das heißt, dieser Teil endet hier morgen früh, wirst du zur gewohnten Zeit, also um 5 Uhr, die Episode Nummer 80 vorfinden und damit den zweiten Teil des Interviews. Da wird es im Einzelnen noch ein bisschen um den Paleo-Lifestyle gehen. Natürlich werden wir auch über Paleo-Produkte sprechen, die Paul mit seinem Partner Leon entwickelt hat, zum Beispiel das Ferment Kombucha und natürlich ganz wichtig die Paleo Convention, das Event des Jahres, das der Paul auch mit seinem Partner zusammen organisiert und dies Jahr zum 3. Mal in Berlin. Du darfst also gespannt sein. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.
Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.